Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Sportcheck-Talk hier aus dem ROX 21 in Oberried. Unser heutiger Gast ist im ganzen Rheintal wie auch in der gesamten Ostschweiz bestens bekannt. Als aktiver Spieler hat er einst für Ajax Amsterdam, Heerenveen, Nizza, Bradford, Altach und nicht zuletzt als Publikumsliebling beim FC St. Gallen gespielt. Die Rede ist vom 53-jährigen Holländer Erik Regtop. Erik, schön, dass du da bist. Danke, gerne da. Erzähl uns doch einmal, weißt du so geblieben aus deiner aktiven Profikarriere? Oder hat es auch Stationen gegeben, wo dir besonders in Erinnerung geblieben sind? Boah, blieb ich. Also, da wo ich kleiner Bub war, bin ich mit 15, 16 habe ich in U15-Nationalteam Holland gespielt. Und dann bin ich so wie im Verein in Mundlingen, so kleine Dörfvereine gespielt. Und dann sind wir eigentlich da in so ein Nationalgeschehen gekommen. Und da habe ich eigentlich nicht so schlecht gespielt. Und innerhalb von einem Tag, zwei Tagen, habe ich Angebote Ajax PSV in Feyenoord gekriegt. Und dann habe ich entschieden, auf Ajax zu gehen. Und ja, da bin ich mit 16 bin ich zu Ajax gegangen. Und da ist eigentlich meine Profikarriere gestartet. Ja, da bin ich Ajax eigentlich nicht richtig durchgebrochen. Hat auch seine Gründe gehabt. Bin auf drei Jahre dort ganz alleine gewohnt mit 17 Jahren. Und danach hatte ich einfach andere Stationen gehabt, Heerenveen, Groningen, wie du eigentlich aufgenannt hast, und runter auf das Gallo. Und ja, es hat sehr schöne Sachen gegeben in der Profikarriere. Eigentlich ist es für mich der schönste Job, was es gibt, ist Profifußballer sein. Okay. Du bist ja wohnhaft in Österreich. Hast du dann auch deine Spielerkarriere dort beendet? Ist das richtig? Ja, ich habe da, wo ich dann von. Das ist eine schöne Geschichte, eigentlich, da, wieso ich eigentlich auf Österreich gegangen bin, Fußballspieler. Ich habe einmal bei FC St. Gallen da gespielt und dann haben wir ein Freundschaftsmatch gegen St. Gallen gegen Aus der Lustenau und haben wir 2-0 gewonnen FC St. Gallen. Haben beide Tore gemacht und dann ist so ein Interview gekommen und hat der Trainer Lustenau gesagt, der Unterschied zwischen beiden Mannschaften war nicht die Mannschaften, sondern war der Nummer 10 von St. Gallen. Und das war dann ich und, dann ich, und wo ich dann ein halbes Jahr später auf Nizza gegangen bin und Nizza hat nachher umgestellt und gesagt, alle Ausländer raus. Da war ich ja frei und dann hat der Trainer und der Präsident von Lustenau noch im Hinterkopf gehabt, hoppla, das ist ja der Zehner damals von St. Gallen gewesen. So bin ich eigentlich auf Lustenau gekommen. Da bin ich auf aus der Lustenau gegangen. Nachher bin ich dann nach Bregenz noch 2,5 Jahre getutet. Und dann bin ich ja zu Altach gegangen, also Abschluss meiner Karriere. Da bin ich dann ein Jahr Fußball gespielt in der Regionalliga und nachher habe ich den Job als Sportchef und Co-Trainer von SR Altach übernommen. Okay, sehr spannend. 2005 hast du dann deine Trainerkarriere angefangen und das ausgerechnet in der Schweiz. Wie ist es denn da dazu gekommen? Das war eine lustige Geschichte. Es war eigentlich, bin ich ja da bei Altach gewesen und dann bei Altach bin ich weggegangen. Und da bin ich in der Werkstatt, wie man vielleicht der Bar Werkstatt kennt in Altenstadt oder Rankweil. Bin ich da gewesen und dann ging ich aufs Klo und und dann neben mir steht einer, der sagt, bist du nicht der Rechtop? Ja, sagte ja. Wieso? Sagt er, ja, ich bin der Alex Pfister, Altstädter, Sportchef. Hast du nicht Interesse, Trainer wie Altstädter? Ich sage, ja. Die hätten schon mal reden können, aber vielleicht wäre es besser nicht aufs Klo, sondern irgendwo anders. Oder? Und so ist eigentlich zustande gekommen, dass ich ein Gespräch hatte mit Altstädter. Und Altstädter ist meine Trainerkarriere eigentlich gestartet im Rheintal. Okay, also du hast dein erstes Trainerangebot auf dem WC bekommen, ist das richtig? Genau. Okay, sehr speziell, aber ich denke, da bleibt eine sichere Erinnerung. Ja, ja, das ist mir Erinnerung. Du bist dann 2 Jahre beim FC Altstädter und ja, bist dann 2007 zum FC Mundling auf den Kolberstadt gewechselt. Wie würdest du die Zeit beschreiben im Städtli und dann anschließend auch auf dem Kolbenstein? Ja, als Städtler, die wir gekommen sind, haben wir natürlich, finde ich, eine super eigene Mannschaft gesehen. Mit der Gigi Städtler, wie altbekannt ist, mit viel eigenen, Peppe Sonderecker und der Olaf Bichler. Und da haben wir ein super Jahr gehabt, sind aufgestiegen im ersten Jahr, sind dann in den Interregional gekommen, haben auch dort ein sensationelles Match gehabt, wo wir unter SC Brühl 5-0 geschlagen haben. Und nach das zweite Jahr hat eigentlich Altstädter damals entschieden, dass sie den Kunstrasenplatz kriegen und gesagt, das Budget für die erste Mannschaft wird einfach weniger. Und wir werden dann Schwierigkeiten haben, um in der Liga zu bleiben. Mhm. Aber Priorität halt der Kunstrasen, da habe ich akzeptiert als Trainer. Aber haben gewusst, es wird schwierig. Es wird ganz schwierig, ohne die Auswärtigen, die dabei sind, in die Liga zu bestehen.
Und dann habe ich die Chance gekriegt, um bei Mondlinger anzufangen. Und gleichzeitig habe ich die Chance gekriegt, um bei der Firma Janssen einzusteigen. Und ja, das habe ich gedacht, okay, bei Mondlinger kann ich etwas aufbauen. Und da bin ich an 3 Jahren geblieben. Und das ist der Grund, wieso ich auf Kolbenstein gegangen bin. Und eigentlich, ja, muss ich sagen, seit ich eigentlich im Mondlinger Trainer bin, ist es mein Stammverein geworden. Okay. Ja, 2010 hat dann deinen Weg auf St. Gallen geführt, zum SC Brühl. Wo du dort hast ein sehr starkes Team übernehmen darf. In der Erstliga Classic, ist da im Nachhinein genau der richtige Schritt gewesen, deiner Meinung nach? Ja, ich hatte das Glück gehabt, dass ich die Mannschaft übernommen habe. Im Winter haben wir schon die ersten Gespräche geführt. Und damals war Brühl eigentlich, ja, sagen wir, in Zutlig interregional oben dabei. Und dann haben wir irgendwo im Frühling einen Vertrag unterschrieben und dann ist Brühl aufgestiegen. Mhm. Die sind eigentlich in die zweite Liga regional in die erste Liga aufgestiegen und haben die Mannschaft übernommen, die eigentlich von der zweiten Liga interregional in die erste Liga gekommen ist. Und na klar, da ich habe Zeit genug gehabt, um zu sagen, okay, wo brauchst du noch Verstärkungen? Und so haben wir uns eigentlich punktuell verstärkt bei Brühl und haben einfach den Schwung, Aufstiegsschwung mitgenommen und haben sie heben können. Und das ist ja, mein Gott, wir haben natürlich den Zellweger noch dazugeholt und wir haben ein paar Spieler dazugeholt, aber trotzdem haben wir den Aufstiegsschwung ganzes Jahr mitgenommen und haben das eigentlich noch verstärken können. Und ja, und dann ist es rausgekommen, dass wir in ein Aufstiegsspiel kommen von der ersten Liga und dann im Aufstiegsspiel eigentlich, ich glaube, alle 4 haben wir gewonnen oder einen unentschieden und sind dann aufgestiegen in die Challenge League, was natürlich ein Highlight ist für damals SC Brühl, weil natürlich die größte Konkurrenz FC St. Gallen abgestiegen ist und dann waren sie statt 2 Liga Unterschied, war es wieder eine gleiche Liga, was für die Brühler ein enorm wichtiger Punkt ist. Ja. Ja, du hast gerade angesprochen, der Aufstieg in deiner Premiere-Saison hier in St. Gallen in die Challenge League ist ja wahrscheinlich auch für dich so nicht geplant oder wie für den ganzen Verein, ist das richtig? Nein, das war überhaupt nicht geplant. Wir haben auch die Kaderplanung für das Jahr darauf eigentlich nicht so geplant, dass wir fix aufsteigen. Und haben eigentlich, weil wir immer früh genug dran sind zum Planen, haben wir das so geplant, dass wir eigentlich, ja, für welche Liga dann auch, wo wir spielen, haben wir den Kader zur Verfügung genommen. Und da muss man auch sagen, damals, wo wir aufgestiegen sind, das war in 16er Liga, der Challenge League. Und das Jahr darauf haben sie es ja gekürzt, also reduziert auf 10. Mhm. Also man hat gewusst, es gibt 6 Absteiger. Und wir waren, wir waren damals das einzige Amateurmannschaft gegen 15 Profimannschaften, das heißt FC St. Gallen, Lugano, Bellinzona, was sind wir alles da? Also alles Vollprofis gegen Amateure. Wir haben gewusst, es wird ganz schwer da drin zu bestehen. Oder? Und so ist es auch am Schluss rausgekommen. Wir sind abgestiegen, aber haben auch am Schluss noch gute Ergebnisse gegen Greens, glaube ich, unentschieden oder gegen Wohlen noch einen Punkt geholt. Und ja, wir haben eigentlich trotzdem eine gute Saison, obwohl wir abgestiegen sind. Mhm. Du bist ja gleich eine längere Zeit auch im SC Brühl gewesen. Was waren so die Höhen und Tiefen in dieser Zeit? Ja, Aufstieg ist natürlich ein Höhepunkt gewesen. Dein Höhepunkt war sicher auch mein Comeback im Fußball. Ich habe gedacht, ich habe eine ganz schlaue Aktion gedacht. Cup-Match, Delamont Brühl, die anderen haben schon zu 10 gespielt. Wir haben durch dass das Spiel am Samstag abgesagt wurde, auf Sonntag haben wir 2 Spieler weniger im Kader gehabt. Dann hat sich noch ein Spieler kurzfristig verletzt vor dem Spiel und habe notgezwungen auf der Bank müssen und wir haben noch 3 Ersätze gehabt. 2 habe ich schon reinbringen müssen in der Halbzeit und in der 93. habe ich gedacht, ich mache mal zum Zeitschänden mal ein bisschen, bringe mich selber rein und dann habe ich mir 20 Sekunden beim 1-0 Vorsprung reingebracht. Ich bin reingegangen und beim letzten Ball ist das Tor gefallen. 1-1 und dann habe ich noch 30 Minuten spielen müssen und ja. Also hast du im Alter von 44 habe ich da richtig gehört, noch eingewechselt auf dem Level und hast noch einen Teil dazu beigetragen. Ist das richtig? Ja, 3 Tore sind nachher gekommen, 3 Assists, dann ich in den Latteschuss. Und ja, ich habe ein Comeback gemacht und habe sofort wieder meinen Rücktritt gemacht. Also das war ein ganz kurzes Comeback, aber es war auch ein Highlight, es war eine lustige Geschichte. Hätte auch anders ausgehen können, wenn wir das verloren hätten, dann wäre natürlich ich schuld gewesen. Ist auch ein Highlight gewesen. Und natürlich, ja, dass ich weggegangen bin bei Brühl, es war trotzdem da alles dabei gewesen. Aber so ist der Fußball. Fußball gehört... jeder Trainer, der irgendwo unterschreibt, weiß, dass er so irgendwo, dass er wieder geht. Und ich hatte 4,5 schöne Jahre bei Brühl gehabt. Fußballerisch alles perfekt gewesen. Organisatorisch vom Verein war gut. Und ja, es war so. Und schöne Zeit, aber es ist irgendwann vorbei. Mhm. Das heißt, es richtig. Nach deiner intensiven Zeit in St. Gallen, die dann geändert hat, hast du noch weitere Trainerstationen gehabt?
Ja. Unter anderem bist du ja auch beim FC Aarau Stürmertrainer gewesen. Also man kennt das ja da umeinander auf dem Niveau, sage ich jetzt mal, eher weniger. Wie ist denn da dazu gekommen? Weißt du, für Tätigkeiten gehabt? Also klar, du hast Stürmer trainiert, wie es der Name sagt, aber bist du da jeden Tag involviert gewesen, oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, damaliger Trainer Sven Christ bei Aarau. Aarau war letzter und hat mich angerufen, und weil ich mit ihm die Pro-Lizenz zusammen gemacht habe, auch die Instruktorenausbildung, und wir sind eigentlich ja, in Kontakt geblieben. Und der hat mir gefragt, ob ich Interesse hätte, als Stürmertrainer Aarau gehen. Sag ich, ja, wann denn, oder? Ja, liebst du gleich, soll ich in den Zug einsteigen, Auto soll kommen, oder? Sag ich, ja, super, oder? Ich habe natürlich eine Firma, wo ich arbeite, also. Und dann ich sag, ich brauche 24 Stunden Bedenkzeit. Und dann habe ich das mit der Firma erklären können, dass ich 3 Monate unbezahlt Urlaub gekriegt habe mit der Firma Janssen, wo wirklich hinter mir gestanden sind da. Und dann habe ich die Chance gekriegt, da, ja, das mit Sven Christ 3 Monate dort zu arbeiten. Leider sind wir abgestiegen mit Aarau damals, auf einen Punkt gegen Vaduz, weil Vaduz immer gegen FC St. Gallen gewonnen hat, damals noch. Und ja, aber es war eine brutal schöne Zeit. Also, um da wieder im Profigeschäft einzusteigen, war natürlich schon was anderes als im Amateurbereich. Mhm. Ja, Erik, du bist aktuell im Besitz vom höchsten Fußballtrainerdiplom von der UEFA Pro-Lizenz. Wie muss man sich das vorstellen? Ist das 10 Tage, 2 Wochen gegangen, oder ist das über einen längeren Zeitraum abgelaufen? Nein, da braucht schon eine längere Zeit. Also 1,5-2 Jahre bist du schon dran, weil du musst ja nicht nur einige Module machen. Die Module sind immer so 4-5 Tage in Macklingen. Oder du musst viel Praktikum machen. Praktikum habe ich gemacht, zum Beispiel bin eine Woche beim Tuchel gewesen, Thomas Tuchel in Mainz. Sehr interessant, sensationell war das. Also beim aktuellen Trainer von Chelsea jetzt. Einfach. Ja, genau. Nicht den Verein, ich weiß schon. Und dann bin ich noch bei FC St. Gallen, FC Bayern 2 Wochen. Auch sensationell super gewesen. Ich durfte bei den Auswärtsspielen, eBay zum Beispiel, Besprechungen, alles dabei gewesen. Dann habe ich auch noch eine Woche eine Praktikum gemacht mit Liechtenstein, U21, Nationalteam. Mhm. Match gegen Schweiz, also war eine EM-Quali, Vorbereitung, Trainingen, alles mitgemacht. Und ja, dann, das war alles zusammen, hat ungefähr ja, so 1,5-2 Jahre gedauert. Und das war eine super Erfahrung als, und ja, da habe ich viel gelernt als, und ja, und nachher bin ich dann, muss auch die Prüfungen machen, und dann habe ich das geschafft, dass ich die Pro-Lizenz habe. Okay, sehr interessant. Ja, Hand aufs Herz, hast du nie das Ziel gehabt, zum Trainer sein von einer Profimannschaft? Klar, es war schon einige Mal vielleicht leicht im Gespräch als, aber da braucht so viel Vitamin B. Da merkst du einfach, du brauchst so viele Kontakte, um da irgendwo einsteigen. Und das habe ich einfach zu wenig gehabt. Das habe ich gemerkt. Und jetzt bin ich 53 und habe eigentlich hinter mir habe eigentlich kein Plan mehr, dass ich jetzt irgendwo noch einen Profi-Verein übernehmen täte. Na klar, wenn sich in der Region was andienen täte, würde ich sicher überlegen. Aber jetzt, wo. Du weißt selber, was ist, wenn. Trainer bist, irgendwo Profiverein, bist vielleicht ein halbes Jahr, Jahr, 2 Jahre, läuft's nicht. Hauen sie die raus, und was dann, oder? Und jetzt habe ich einen guten Job, ich habe einen guten Verein, einen Amateurverein, das gefällt mir alles, und bin sehr zufrieden, und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Und im Anfang, klar, denkst du, ja, ich will Profitrainer, wäre unbedingt, muss spielen. Habe ich hinter mir jetzt, und bin eigentlich zufrieden mit, wie es jetzt läuft. Okay. Vor deiner aktuellen Station, wo du jetzt bist, bei Mundlingen, bist du im USV Westermura im Ländli oben, und hast dort die Mannschaft vom Abstiegsplatz übernommen und eine Saison später dann eigentlich wirklich sensationell auf einen Aufstiegsplatz geführt, dann aber leider nicht aufgestiegen. Ist da vielleicht der Knackpunkt gewesen, wo du würdest sagen, aus deiner Sicht, dass dann vielleicht nicht verlängert worden ist mit dem Vertrag? Nein, indirekt schon. Es ist so gewesen, dass eigentlich bei Escher, wo man es übernommen hat, wir waren letzte und wir sind mit ganz viel Glück nicht abgestiegen, muss man auch sagen. Ja, darauf haben wir einfach ja, sind wir ein Aufstiegsspiel gehabt. Und wie es halt ist bei Eschemura, Spieler sind zufrieden, Erstliga, Aufwand, Promotion ist zu viel. Und in Aufstiegsspiel kommen ja, aufsteigen nein. Also Spieler sind bei uns in die Kabine gekommen und gesagt, du Trainer, super, aber Aufstiegsspiel hineingekommen, passt, aber Aufstieg wollen wir nicht. Und so haben wir so dann die Aufstiegsspiele gespielt. Keine Chance gehabt, nicht aufgestiegen. Und wo dann die Saison danach angefangen hat, dann
Aber natürlich, wie es halt ist, hat es einfach einen neuen Spieler gegeben. Also, und dann haben wir einen ganz schlechten Start gehabt. Und dann haben alle gesagt, ja, die Neuen müssen sich finden. Aber wo ich dann die Spiele analysiert habe, bin ich dahinter gekommen, dass die Spieler, die nicht aufsteigen wollten, dass die einfach ihre Leistung gebracht haben. Und da sind wir nach 4-5 Matches dahinter gekommen, wo wir einen riesen Klatsche gegen Balzers gekriegt haben, dass einfach die Spieler mental den Knopf nicht mehr umschalten können. Mhm. Dann haben wir angefangen, mental mit denen zu arbeiten, und mit dem Präsidenten dazu, Vizepräsidenten dazu, haben wir auch eigene Sitzungen gehabt. Und dann haben wir den Umschwung wieder gebracht. Und dann haben wir auch da wieder, die zweite Hälfte von der Hinrunde unsere Punkte geholt, sind wir dann irgendwo Platz 8, 9, ich weiß nicht mehr. Und und dann ist der Corona gekommen und nach Corona hat der Verein entschieden, sich zu trennen von mir. Also den Vertrag nicht zum Verlängern, was okay, es passt. Sie wollten eine andere Linie gehen mit der Vito. Und es war für mich schon enttäuschend, weil ich gemerkt habe, dass einfach mit der Mannschaft viel möglich wäre. Aber das sind Vereinsentscheidungen, da kann ich ja nicht mehr mitmachen. Ja, letztes Jahr im Frühsommer haben einige Vereine im Rintal in der ersten Mannschaft trotz Corona-Umständen den Trainer gewechselt. Für viele Außenstehende ja nicht zum Nachvollziehen gewesen. Du hast dann den FC Mundlingen dürfen übernehmen im Sommer, wo ja auch ein sehr spezieller Trainerwechsel stattgefunden hat. Wie war das für dich gewesen? Wie war es aus deiner Sicht gewesen, da der Entscheid? Ja, ich weiß, es ist eine komische Geschichte gewesen. Es ist meine damalige Stand war, dass ich nicht gewusst habe, ob der Patrick damals noch den Vertrag hatte. Ich weiß nur, der Martin Baumgartner ist ein guter Kollege von mir. Ich hatte ein Gespräch mit einem anderen Verein und das hat nicht gepasst. Und ich habe ihn getroffen und dann sage ich, du weißt was, mach doch du Sportchef und ich Trainer Mundlingen. Das wäre doch eine gute Geschichte. Und so ist es eigentlich entstanden gekommen. Und so ist es dann eigentlich im Vorstand besprochen worden. So ist es auch dann gekommen. Es ist sicher kein schönes Preis, wie das gegangen ist. Aber da, wenn es anders gelaufen wäre, wäre für mich auch okay. Ich habe damals nicht den Stand der Dinge gewusst, ob der Trainer jetzt bleibt oder nicht bleibt, noch einen Vertrag hat. Das war für mich auch eine komische Situation, ja. Sicher nicht, sicher keine Nobelpreiswürdige Situation. Ja, Erik, aktuell dürfen ja wie überall alle Aktivmannschaften nur ohne Körperkontakt trainieren. Wie schwierig macht es da für einen Trainer, um A, ein gescheites Training zu gestalten und B, auch die Spieler bei Laune zu behalten, also zu motivieren? Ich stelle mir das nicht so einfach vor, oder? Nein, ist ganz schwierig. Wir haben, zum Glück haben wir 6-7 A-Junioren rein, die jetzt zurückgestuft haben, wieder A-Junioren zurück. So dass die jedenfalls normal shooten können untereinander, dass sie Spiele machen können. Bedeutet, wir haben so 10-12 Spieler im Training. Und ja, dann, wenn du keinen Kontakt machen darfst, nur 4-1 und technische Übungen, Passübungen machen. Irgendwann ist die Motivation bei denen natürlich auch schwieriger. Es ist für sie schwierig und für mich als Trainer auch ganz schwierig, weil auch für mich macht es weniger Spaß, als dass ich sehe, dass wir für einen Spieler 4-4 machen können. Große Spiele, andere Sachen. Du musst immer schauen, ob darf ich das, du musst aufpassen da, das ist enorm schwierig und für die Motivation ist es sicher nicht positiv. Ja, du sagst es richtig, also eine riesige Herausforderung natürlich. Wir hoffen alle, dass es in ein paar Wochen weitergeht mit der Saison. In welchem System, in welchem Modus auch immer. Was für Ziel hast du als Trainer mit der ersten Mannschaft von Mundlingen von der aktuellen Saison noch? Ja, aktuelle Saison, ich habe keine Ahnung, wie es weiterläuft. Es gibt wieder neue Richtlinien, gibt neue Regeln. Ich weiß nicht, ob die Saison jetzt gewertet wird, ob sie nicht gewertet wird. Dann habe ich wieder gehört, vielleicht wird es gewertet, obwohl wir gar nicht starten. Für mich ist es halt so, dass wir einfach schauen, dass wir so viel wie möglich eigene einbauen können. Wir haben schon viel eingebaut. Es ist jetzt der Schritt von den Jungen, die wir dazugenommen haben, zur ersten Mannschaft. Braucht sicher noch 1-2 Jahre. Das müssen wir versuchen, zum Überbrücken mit Auswärtigen. Das ist halt so. Weil nur mit eigenen, sieht man auch in anderen Mannschaften, ist es sehr schwer zu bestehen in der zweiten Liga. Es braucht immer so 2-3 sehr gute Auswärtige, die Mannschaft dann weiterbringen. Und so ist bei Mundlingen genau gleich. Aber das Ziel ist einfach, mit viel eigenen in die Liga zu bestehen. Schauen wir mal auf die neue Saison. Sieht man dort Erik Rektop weiterhin auf dem Kolben stehen, an der Seitenlinie? Oder hast du neue Pläne? Suchst du eine andere Herausforderung oder wie sieht es aus bei dir? Weißt du das schon? Ich habe neue Fußballschuhe gekauft und ich dachte, ich kann als Spielertrainer wieder anfangen. Wenn ich einige Spieler anschaue, dann kann ich selber auch noch mitmachen. Nein, das ist Spaß. Nein, also ich bleibe fix in Mundlingen. Ich habe
Ich habe einen Vertrag unterschrieben. Ich weiß gar nicht, ob da irgendwo ein Vertrag über Jahre steht, sondern ich habe gesagt, wenn es mal irgendwie nicht passt, reden wir miteinander. Sondern Ziel bei mir ist, wie gesagt, Mondlinger fühle ich mich wohl. Kolbenstein passt mir. Ich kenne alle. Ist wieder für mich wieder nach Hause gekommen, was, wo ich wieder Trainer geworden bin. Habe ja alle Spieler kennt, die jetzt ein paar, die aufgehört und die zweite Mannschaft spielen. Sei es Marius, sei es im Vorstand, mit denen ich ja in alter Herren damals gespielt habe. Für mich ist es wieder wie zurückgekommen. Und wir haben unsere Ideen, wir haben unsere Philosophie, was wir wollen. Und die versuche ich zu umsetzen. Und da sind wir, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Wie gesagt, es braucht trotzdem immer ein paar Auswärtige, die die Mannschaft dann die extra Qualität gibt, um in der Liga zu bestehen. Ziel ist nicht für uns zum Aufsteigen, das ist überhaupt nicht. Aber um einfach viele Junge weiterzubringen. Und es ist halt so, die erste Mannschaft ist immer das Aushängeschild vom Verein. Und das ist bei Mondlinger genauso. Und das ist einfach das Ziel. Mondlinger soll minimal die Wurtliga spielen. Ja, sehr interessant, wenn wir da hören von dir. Dürfen natürlich alle gespannt sein, wie es weitergeht in der neuen Saison. Was das Corona uns noch alles bringt. Wir sind natürlich zuversichtlich, dass wir bald wieder dürfen unserem geliebten Hobby zu 100% nachgehen. Vielen Dank mal bis dahin. Dann kommen wir noch zu unserem letzten Teil, unserer Kurzfrage, wo du möglichst knackig und wenn möglich so schnell wie möglich kannst antworten. Schauen wir mal, für was du entscheidest. Heineken oder Amarone? Ja, das ist eine ganz schwierige Frage. Heineken. Ich bin Holländer, Bier, Heineken. Ja, ich wollte sagen, liegt irgendwo auf der Hand, oder? Ja, das ist logisch. Gala-Dinner oder Bratwurst mit Brot? Gala-Dinner mit meiner Frau, logisch. Okay. EM, wo hoffentlich da ja nachgeholt werden. Holland oder Schweiz? Ja, Holland. Schweiz nicht. Schweiz dabei? Ja, die sind schon dabei. Oh, ja. Okay, ja gut, passt. Wer ist der beste Spieler, den du bis heute trainiert hast? Ja, das ist eine gute Frage. Da hat es bei Aarau ein paar ganz gute gegeben. Aber du hast auch mal letztes Mal eine Antwort gegeben. Das war Sidney de Oliveira. Ich muss auch sagen, es ist nicht nur der Fußballer Sidney de Oliveira, wo ich jetzt für entschieden habe, sondern der ganze Mensch. Es ist ein Fußballer, menschlich und als Teamplayer ist es einer, wo wenn du den ersten Moment, dass du im Spieler hast oder als Trainer hast, dann liebst du den Spieler. Und das, so kommt er rüber und enorm wichtig im Team. Also für mich ist das ein Gesamtpaket, ist das Sidney de Oliveira. Also es wäre eigentlich eine Kurzfrage gewesen, aber das ist die holländische Version in dem Fall wahrscheinlich, von Kurzfrage. Genau. Danke vielmals. Was ist der Unterschied zwischen dem Erik Rektop und dem Frank de Boer? Er ist Linksfuß, ich bin Rechtsfuß. Gut, möglichst ausnimmt. Nein. Okay. Dann noch eine sehr intime Frage. Wem würdest du nie wollen in der Sauna begegnen? Also wir reden hier nicht von Textilsauna. Martin Baumgartner. Martin, ja, okay, ja. Okay. Da erschrecken alle. Dann noch eine letzte Frage. Du hast schon einige Persönlichkeiten dürfen kennenlernen, die das vorher angetönt, wie so ein Thomas Tuchel zum Beispiel. Aber nach deiner Meinung, wer ist dein berühmtester Kontakt in deinem Handy? In meinem Handy? Was ist dein berühmtester Kontakt? Was für eine Nummer hast du drauf, wo du sagen ist die prominenteste? Ja, die in der Pro-Lizenz dabei sind, Jerry Seoane, Telly, Contini, die waren alle damals beim Kurs dabei. Noch ein paar, gar nicht, sind schon ein paar drauf, ja. Okay. Ja, somit wären wir schon wieder am Ende von unserem Gespräch. Erik, vielen Dank für das tolle Gespräch, sehr interessant gewesen. Bleib gesund und für die Zukunft natürlich alles Gute. Ebenfalls ein herzlicher Dank der Nicole Castrovinci vom ROX 21, die uns die wunderbare Location zur Verfügung gestellt hat. Ja, wie gesagt, bleibt am Ball, folgt uns, es werden noch weitere coole Sport-Check-Talks folgen. In dem Sinne, macht's gut. Bis dann.